Hallo Leute, hier ist wieder die Christiane von Hund und Katz und Selbstversorger. Heute wieder was für die Selbstversorger. Jeder, der in seinem Garten eine Zucchini-Pflanze hat oder vielleicht sogar mehrere, wird irgendwann von Zucchinis überschwemmt. Deswegen gibt es heute ein Video, was man mit überzähligen Zucchinis machen kann. Zucchini-Pesto. Sau lecker. Für dieses Rezept braucht man 2 Kilo Zucchini. Ich schreibe euch die genauen Mengenangaben unten in die Infobox. Zucchini waschen, schneiden, entkernen und dann fein raspeln. Ich zeige euch gleich, wie ich das mache. Geht ganz schnell. Mit dieser uralten Küchenmaschine Moulinex Jeanette aus den 70ern geht es ratzfatz. So, fertig. Das muss jetzt 2 Stunden abtropfen, damit möglichst viel Flüssigkeit weg ist. Ich habe es auch noch ein wenig ausgequetscht. Die nächste wichtige Zutat ist Käse. Das hier ist selber gemachter von mir, den habt ihr natürlich nicht. Deswegen müsst ihr da Pecorino nehmen, 200 Gramm. Außerdem noch von dem Parmesan, 150 Gramm. Beide Käsesorten rasteln. Mit der Jeanette geht es ganz schnell. Schon fertig. Jetzt kommen noch 200 Gramm Cashews. Die werden gehackt. Mache ich natürlich in der nächsten Maschine. Man kann natürlich auch Pistazien nehmen, wenn man es sich leisten kann. Da kosten ja 50 Gramm 11 Euro momentan. Also utopisch. Deswegen habe ich Cashews genommen. Es geht auch mit Walnüssen oder anderen Nüssen, aber mit Cashews ist es richtig lecker. Jetzt ist mir doch eingefallen, dass ich eine ganz wichtige Zutat vergessen habe. Basilikum. Darum muss ich jetzt mal in mein Foliengewächshaus und ein bisschen Basilikum ernten. Da, bei der Gelegenheit könnt ihr gleich mal ein wenig einen Blick auf meinen Garten werfen. So, angekommen. Da ist er, der Basilikum. So viel ist nicht mehr. Hab schon viel geerntet, aber wird schon wieder nachwachsen. Hey, jetzt mal alle Zutaten auf einem Bild. Zucchinis geraspelt, Käse geraspelt, Olivenöl, Cashews gehackt, Basilikum und 2 Knoblauchzehen. Wie gesagt, Mengenangaben unten in der Infobox. Alle Zutaten sind jetzt vorbereitet. Zucchini in eine riesige Schüssel, Olivenöl dazu, den Käse dazu. Cashews dazu. Knoblauchzehen. Basilikumblätter. Und dann alles mit dem Pürierstab pürieren. Am Anfang geht es ziemlich schwierig, aber mit der Zeit wird es schon. Ich werde es euch gleich zeigen, dass das auch ganz schnell geht. Hoppala! So lang pürieren, bis so eine wundervoll sämige Masse rauskommt. Ich habe da noch ein wenig Öl dazu, weil mir das ein wenig zu trocken war. Kann man machen, wie man will. Man kann dann auch ein wenig Salz dazu geben, wenn man meint. Ich habe keins dazu, weil die Cashews, die ich hatte, die waren gesalzen, deshalb war genug Salz. Yeah.
fertig. Jetzt werde ich das Ganze auch noch einkochen und das zeige ich euch auch noch. Das habe ich mit meinem Outdoor-Herd gemacht, weil ich keine Lust gehabt habe auf Strom. Es war nämlich schon fast die Sonne weg und dann macht unsere Solaranlage nichts mehr. Erstmal die Gläser und Deckel in kochendes Wasser tunken. In diesen Topf werden wir jetzt also gleich einkochen. Wieder eine Prise Zitronensäure gegen unser kalkhaltiges Wasser, damit die Gläser nicht so voller Kalk werden. Zeit zum Abfüllen. Ist ein wenig gebart, muss man ein wenig reindrücken, damit möglichst keine Luftblasen drin sind. Ein wenig Platz lassen oben. In Einweggläser geht das übrigens nicht, da drückt es die Gummiringe raus, wenn man das macht. Das habe ich probiert, ist nicht zu empfehlen. Am Schluss kommt jetzt dann noch überall ein wenig Öl drauf und dann wird alles sauber gewischt. Deckel drauf, gut festschrauben und ab in den Topf. Der steht auf unserem Outdoor-Herd. Solange das jetzt kocht, ist Entspannung angesagt. Du, Annie. Annielein. Annie. Schon sehr verblüht, unser Schmetterlingsbusch. Trotzdem, manche Blüten gibt's noch. Und Schmetterling kommt auch noch. Nachdem der Herd jetzt ja schon richtig heiß ist, tun wir gleich eine Pizza mit rein, damit wir abends gleich was zum Essen haben. Fertig die Pizza! Und die Pesto-Gläser haben wir auch gleich aus dem Topf mit rausgeholt. Ein paar Stunden später, jetzt ist schon dunkel draußen, die Gläser sind alle abgekühlt, alle sind zugegangen. Perfekt!